Hallo Leute, heute möchten wir uns zusammen die Pflichtausrüstung für Trail-Wettkämpfe anschauen. Vor allem, wenn du dein erstes Rennen vor dir hast, kann die Liste des Veranstalters ein wenig unübersichtlich erscheinen. Es ist aber gar nicht so kompliziert, wie es einem auf den ersten Blick vorkommt. Es ist immer von Veranstalter zu Veranstalter und auch von Land zu Land unterschiedlich. Was bei dem einen als Pflichtausrüstung gilt, ist bei dem anderen nur empfohlen. Und natürlich ist es so, je länger das Rennen, desto mehr ist meistens auch vorgeschrieben. Ärgert euch nicht darüber und geht da mit gesundem Menschenverstand ran. Die Veranstalter wollen in erster Linie nur eure Sicherheit, aber genauso sichern die sich selber damit ab. Hier ein kleiner Überblick, was meistens auf der Liste steht, zum Beispiel für einen Zugspitz Ultra. Ihr bekommt im Vorhinein aber immer eine klare Vorgabe, so wie im Briefing am Vortag vor dem Rennen, wo alles Weitere besprochen wird. Jetzt schauen wir uns gemeinsam die einzelnen Sachen an. Als erstes braucht ihr Trailschuhe mit entsprechendem Profil, eine Laufweste oder einen Laufrucksack, wasserdichte Regenjacke, die muss meistens auch innen verklebt sein, dann das hier ist frei, aber das ist ein Laufshirt und eine Laufshorts. Zusätzlich zu dieser Kleidung benötigt ihr eine lange Hose. Manchmal wird auch explizit eine Regenhose verlangt, sowie nochmal ein langes Oberteil. Alternativ könnt ihr ein Kurzarm-Shirt mit Armlingen oder eine Shorts mit Beinlingen haben. Dann Handschuhe, Mütze oder Schlauchtuch, was ihr zu einer Mütze machen könnt. Eine Stirnlampe, manchmal Stirnlampe mit Zusatzakku oder Stirnlampe mit einer zweiten Lampe als Ersatz. Dann Verpflegung, je nachdem was ihr dabei habt. Muss die mit eurer Startnummer beschriftet sein. Soviel ich weiß, geht es darum, falls ihr eure Verpackung mal auf dem Weg wegwirft, dass man den Müll zuordnen kann. Ein Trinkbehälter zur Aufnahme von Getränken an Verpflegungspunkten. Wasserbehälter für mindestens 1 Liter, manchmal auch für 1,5 Liter Wasser. Ihr könnt auch zwei solche Flasks mitnehmen mit 0,5 und dann noch eine dritte statt dem hier. Ein Erste-Hilfe-Set, da schauen wir uns gleich gemeinsam an, was reinkommt. Eine GPS-Uhr mit eingespeicherten GPX-Track oder eine gedruckte Karte. Und ein Handy mit eingespeicherter Telefonnummer des Veranstalters. Empfohlen werden vielleicht noch Laufstöcke, als Pflicht sind sie aber meistens nie aufgeführt. Als Notausrüstung braucht ihr eine Pfeife, die ist bei mir in der Laufweste mit dabei, dann zweimal Handschuhe, eine Kompresse, zwei Verbandspäckchen, eine Rettungsdecke, ein Dreieckstuch und Pflaster. Falls euch irgendwas fehlt, dann fragt einfach in der Apotheke nach, so habe ich es auch gemacht und habe alles bekommen. Die Gels oder Riegel würde ich direkt in die kurze Hose stecken, damit ich die immer griffbereit habe. Die Zusatzbekleidung kommt bei mir immer in so einen wasserdichten Packsack mit hinein. Am Ende sieht das Ganze dann so aus. Hier habe ich Mütze und Handschuhe drin, den Trinkbehälter vorne, hinten die Stirnlampe, Erste-Hilfe-Set, dann die Bekleidung, die Regenjacke ganz oben, weil das wird das Erste sein, was ich raustue. Und bei der Regenjacke ist der Vorteil, dass man die direkt über die Weste ziehen kann, so dass man die Weste nicht ausziehen muss. Noch die beiden Flasks und hier ist noch das Handy drin. Gut, das war's eigentlich. Und solltet ihr weitere Fragen haben, so könnt ihr sie gerne drunter schreiben. Und bis zum nächsten Mal.